Aber normalerweise, ne, ist so eine eigene Karre total cool, ne? Nix Fahrkarte kaufen und für Opas Platz neben der Perle frei machen, ne? Ey, wenn du eine eigene Karre hattest, ne, bist du echt vögelfrei und immer da, wo was los ist. Ja, könnte, Baby. Könnte. Könnte, könnte. Ja, supi. Ey, was du? Autofahren ist total cool, ne? Ich war an den Wochenende mit dieser Karre hier, ne, auf die Autobahn. Wollte ich mir an der Raststätte erstmal eine leckere LKW-Bockwurst verbesorgen. Wen treffe ich da auf dem Lokus hinter so einem kleinen Tellerchen? Mein Kumpel Dino. Ich so, ey, Alter, was machst denn du hier? Lutschst du hier die Klosteine rund? Er so, ja, leider, von irgendwas muss ich ja meine SMS-Flirts bezahlen. Aber was tutest du hier, Richie? Ich so, ey, Alter, ich bin da voll in den Stress, ne? Die Autobahn ist voll und in 10 Minuten hab ich einen Rendezvous. Er so, ey, dann fahr doch da vorne durch den Wald, da mach ich auch immer Ölwechsel. Ich rein in die Karre, ne, und mit 140 über den Forstweg geknallt. Renn, dreck, 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 plötzlich, ne, dreck, 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 duck. Wurde ich von der Eule gerammt. Ich hatte erstmal gar nicht gecheckt, was los war. Ich so, was denn hier los? Kissenschlacht? Aber dann, ne, hatte ich den Vogel gesichtet, genauer gesagt, sein komplettes Röntgenbild vorne auf die Windschutzscheibe. Ich ausgesteigt und mit so einer alten Kassettenhülle das Eulengratin von die Scheibe gekratzt, ne, so schräb, schräb. Natürlich war ich zu spät und der Mädchen super sauer. Toll, Richie, jetzt hat der Film schon angefangen. Und ich so, wieso, dann knutschen wir halt sofort. Kennenlernen, ne, können wir uns auch noch morgen.